Wie war es? Also die alte Männerfrage, dann war er vielleicht besser als ich. Das ist auch was, was hier bei Dagny Juhl in diesem Stück ein Grundthema ist. So diese Vorstellung von Männlichkeit. Ja? Gibt es da einen, der besser im Bett ist als ich? Wann hast du ihn zum letzten Mal gesehen? Erzähl ein bisschen vom letzten Mal. Wann ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Das war derselbe Tag, an dem er abreiste. Es steht mir so lebhaft vor Augen. Ich erinnere mich, ich saß da und erzählte ihm eine blöde Geschichte aus dem Hotel, in dem ich lebte. Ich saß da und lachte. Du saßt da und lachtest? Ja, ich saß da und lachte. Doch dann trafen mich plötzlich seine Augen. Ein paar erstaunte, zornige Augen. Und auf einmal, wie ein Blitz, traf es mich, dass dies doch das letzte Mal war. Das letzte Mal? Ja. Ich fühlte in diesem Augenblick so, so sicher, so seltsam sicher, dass ich ihn niemals wiedersehen sollte. Niemals im Guten. Und du hast gelitten, nicht wahr? Wie kommst du darauf? Soll es unser ganzes Leben kaputt machen, dass ein anderer Mann mich besessen hat vor dir? Wir befinden uns im Lietzenseepark in Berlin-Charlottenburg, wo wir heute mit der Kulturjournalistin Manuela Reichert über das Stück Der Stärkere von Dagny Juhl sprechen werden. Und sie wird uns darüber berichten, warum das Stück wieder entdeckt und wieder aufgeführt werden sollte. Ich finde es unglaublich faszinierend, diesen Zweiakter. Es ist von einer großen Intensität, wie diese beiden Menschen, und dann tritt eben irgendwann der Dritte auf, nämlich dieser frühere Liebhaber, wie die miteinander umgehen, wie das ein Wortgefecht ist, in dem es um die Frage geht, was ist Liebe, was ist Eifersucht, und kann das nicht was unglaublich Zerstörerisches sein? Ich finde das wirklich spannend. Also wir haben es ja mit einem Stück zu tun, Jahrhundertwende, Fin de siècle, und die Frau in diesem Stück ist eine sehr eigenständige, sehr selbstständige Person, die handelt, die kein Opfer ist. Gleichzeitig natürlich aber mit unseren Vorstellungen von Emanzipation, von Frauenbewegung gar nichts zu tun hat, aber sozusagen eine subversive Kraft in diesem Stück ist, eine weibliche subversive Kraft, die mit einer großen Entschiedenheit auf Gefühl setzt. Und das ist in all diesen Stücken von Dagny Juhl so, dass diese Frauen sehr, sehr besonders sind. Die erste deutschsprachige Übersetzung der Werke von Dagny Juhl hat Lars Brandt vorgelegt, der Sohn von Willy Brandt. Und diese Werksammlung wurde erstmals 2019 auf der Frankfurter Buchmesse, als Norwegen das Partnerland war, präsentiert. Wir sprechen jetzt mit ihm über die Biografie der Autorin. Der Stärkere ist nur vordergründig betrachtet ein simples Stück. Drei Personen, keine Außenwelt, kaum Handlung. In Wirklichkeit geht es um die Undurchdringbarkeit dessen, was in der Seele sich abspielt, um das Geheimnis zwischen Männern und Frauen, um das dunkle Dickicht im Zentrum unseres Daseins. Wenn man so will, ein Hardcore-Seelendrama, dargeboten in einer Laborsituation. Verwunderlich genug, dass du mich nie vergessen konntest. Und einmal hast du mich geschlagen, einfach geschlagen. Ah, wie du dich danach sehnst, wieder meinen Fuß in deinem Nacken zu spüren. Wie böse deine Augen sind. Übrigens solltest du wirklich mit mir kommen. Das ist genau das richtige Leben für dich. Immer was Neues, neue Orte, seltsame Leute.
Ich werde dir Abenteuer bieten, von denen du nie geträumt hast. Und ich werde dich zwingen zu vergessen, was alles böse ist. Das ist ja nun ziemlich lustig. Doch offen gesagt, ich möchte ja nicht unhöflich sein. Ah, du hast genug von mir für diesen Tag. Gut, ich gehe. Aber ich komme wieder. Ich komme bald wieder. Und dann musst du darauf vorbereitet sein, dass du mit mir gehen wirst. Ich gebe niemals auf. Du bist nun einmal die, die ich besitzen werde. Aber ich gehe nicht mit dir! Nie im Leben! Glaubst du, du kannst mich zwingen? Du sollst nicht wiederkommen. Ich will es nicht. Starr mich nicht so an. Geh jetzt. Geh jetzt. Geh. Geh! Da bringt Dagnieux etwas ganz Neues ins Spiel. Sie selbst ist eine emanzipierte, absolut unbürgerliche Frau. Die weiblichen Gestalten, die sie auf die Bühne stellt, sind nicht brav, aber sie sind eben auch nicht gut, sondern böse. Das Stück ist vor über 100 Jahren geschrieben, weist aber weit hinaus in Bereiche, komplizierte, verschlungene, seelische Problemfelder, die eigentlich erst viel später beackert wurden. Sozusagen, es ragt aus der Vergangenheit in die Zukunft. In Dagnieux' Werk steht die Macht der Leidenschaft, die Amoralität der Gefühle im Zentrum, die sich durchsetzen ohne Rücksicht auf die Folgen, teilweise grausam. Eine Grausamkeit, die ihr reales Echo findet im Leben der Autorin, die schon mit Anfang 30 ermordet wurde von einem Schafskopf aus dem Tross ihres Mannes, der sie offenbar schon länger loswerden wollte, auf einer Reise im Hotelzimmer von hinten erschossen. Man könnte sagen, das 19. Jahrhundert schlägt blutig zurück. Du, ich finde, das ist ein äußerst merkwürdiges Bild. Sonst langweilen mich die meisten Bilder ja eher. Dieses aber hat eine so fesselnd unheimliche Stimmung, dass ich gar nicht davon loskommen kann. An eine Sache habe ich oft gedacht. Dich aber nicht richtig danach fragen wollen. Lieber frag. Worum handelt es sich? Also, damals, als wir uns kennenlernten, warst du da eigentlich verlobt mit ihm? Du hast im Grunde schon etwas daraus gemacht, dass wir beide zusammen waren, oder nicht? Nein, eigentlich nicht. Weißt du selbst, wie kalt und hart du das sagst? Sag mir, Knut, glaubst du ganz im Ernst, dass ich mir nichts mehr aus dir mache? Antworte mir ehrlich, glaubst du das? Glauben? Glaube? Herrgott! Gerne gebe ich mein Leben dafür, glauben zu können, dass ich dir ein Zehntel von dem bedeute, was du mir bedeutest. Könnte ich einen Tag, eine Stunde das sichere Gefühl haben, dass du mein bist? Siri, wenn du mich wirklich liebtest, dann müsstest du mir doch für eine Sekunde deine Seele öffnen. Du entgleitest mir, ich bekomme dich nicht zu fassen, nicht einen Augenblick habe ich dich ganz. Du schließt mich aus, du... Lieber, wusstest du nicht, dass meine Seele böse ist? Warum quälst du mich? Warum willst du mich leiden sehen? Ich will dich nicht quälen. Ich kann es auch nicht ertragen, dich leiden zu sehen. Du bist der Einzige, der gut ist, der Einzige, den ich liebe. Kannst du mir das nicht glauben? Zum einen würde ich sagen, dass wir in einer Situation
monströser Vereinfachungssucht leben. Und Dagny Jules Werk ist geeignet, könnte geeignet sein, dem etwas entgegenzusetzen. Im Ganzen hat sich die Auseinandersetzung mit Dagny Jules, glaube ich, sehr in Grenzen gehalten, soweit ich das weiß. Und auch in Norwegen ist erst vor 25 Jahren ein Band erschienen mit ihren gesammelten Werken, sodass sich eigentlich die Wirkung ihres Schaffens erst jetzt richtig entfalten kann.